Hallo liebe Yoga- und Fitnessbegeisterte, mein Name ist Jacqueline und ich würde euch heute gerne das Thema Yoga in Verbindung mit dem Antelope EMS-Anzug näher bringen. Ich mache schon seit sehr vielen Jahren Yoga, bin seit 3 Jahren zertifizierte Yogalehrerin und seit 1 Jahr yoga-therapeutische Beraterin. Schön, dass du hier bist. Wir machen heute eine Yoga-EMS-Einheit speziell für die Kraft im unteren und mittleren Rücken sowie im Bauch. Ein effektives Training des Rückens ist nicht nur entscheidend für eine verbesserte Körperhaltung und zur Vorbeugung von Rückenschmerzen, sondern auch für die Gesamtstabilität. Wir werden zur Stärkung einige Rückbeugen durchlaufen. Für unseren heutigen Yoga-Flow empfehle ich das Fitnessprogramm. Die Intensität kannst du hierbei gerne frei wählen. Du kannst aber auch Rücken und Bauch stärker stimulieren lassen, die restlichen Muskelgruppen weniger. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt und nun lass uns starten. Komm an den Anfang deiner Matte, Füße hüftbreit, parallel zueinander. Einatmen, Arme über die Seite nach oben, gestreckter Berg. Schultern zurück ins Gelenk ziehen, mach dich ganz lang. Rücken und Bauch aktiv. Ausatmen, kleine Rückbeuge. Erstmal ganz sanft. Einatmen, wieder nach oben kommen. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Rücken locker. Schultern ganz entspannt. Nacken ganz entspannt. Kleine Wippbewegungen, ganz kurz. Nächste Einatmung, halbe Vorbeuge. Rücken und Bauch aktiv. Schultern ganz weit weg von den Ohren. Ausatmen, nochmal ganze Vorbeuge. Rücken wieder locker. Einatmen, Arme über die Seite nach oben, gestreckter Berg. Ausatmen, nochmal Rückbeuge. Vielleicht ein wenig weiter als gerade eben. Einatmen, wieder hochkommen. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Rücken wieder locker. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ja. Rücken und Bauch ganz aktiv, Schultern aktiv, ganz weit weg von den Ohren ziehen. Ausatmen, nochmal ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite nach oben, gestreckter Berg. Ausatmen, Rückbeuge. Und jetzt schau mal, was geht. Rücken ganz aktiv halten, Becken vorschieben. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, nochmal Vorbeuge, Rücken ganz locker. Und dann bring die rechte Hand vorne zwischen deine Füße in einer Dreiecksform. Rechtes Knie beugen. Einatmen, linker Arm über die Seite nach oben. Hinterher schauen. Ausatmen, nach unten. Linke Hand zum Boden, linkes Knie beugen. Einatmen, rechts nach oben. Hinterher schauen. Gedrehte Vorbeuge. Ausatmen, nach unten. Nochmal links nach oben einatmen. Ausatmen, nach unten. Nochmal tauschen. Rechts nach oben einatmen. Ausatmen, nach unten. Letztes Mal links. Ausatmen. Letztes Mal rechts. Ausatmen, nochmal hängen lassen, Rücken ganz locker. Einatmen, atme über die Seite nach oben, gestreckter Berg. Schultern zurück ins Gelenk ziehen, nochmal ganz aktiv, Arme aktiv. Und ausatmen, Hände vors Herz, Schultern locker. Steh schön aufrecht, Schultern entspannt. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Schultern zurück ins Gelenk ziehen, mach dich ganz lang. Rücken, Bauch aktiv. Ausatmen, einmal Rückbeuge. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen. Viertelvorbeuge. Wir halten parallel zum Boden an. Arme parallel, Oberarme neben den Ohren, Rücken und Bauch ganz aktiv. Wichtig hier Bauch anspannen.
Daumen zeigen zur Decke. Wenn die Arme langsam schwer werden, einmal mit der Einatmung schön kraftvoll nochmal Daumen zur Decke ziehen. Einatmen nach oben. Ausatmen, Rückbeuge. Einatmen wieder nach oben. Ausatmen, nochmal Viertelvorbeuge, parallel zum Boden anhalten. Bauch und Rücken ganz, ganz aktiv. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Rücken locker lassen. Kopf hängen lassen, Nacken locker, Schultern locker. Kurz mal wippen. Einmal einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nochmal ganze Vorbeuge. Einatmen, nochmal halbe Vorbeuge, Bauch und Rücken aktiv. Nächste Ausatmung, beide Beine nach hinten, herabschauender Hund. Richte dich hier gut ein, mach die Finger weit auseinander, Hände ganz groß und trete erstmal abwechselnd zum Boden. Schön mit der Atmung verbinden, ausatmen, Ferse nach unten ziehen. Mach den Rücken ganz lang, schieb das Becken Richtung Decke. Nächste Einatmung, nach vorne ins Brett. Yoga-Liegestütz, Hände unter den Schultern, ganz stark in der Körpermitte. Schieb dich aus den Schultern raus, nicht einsinken. Ausatmen, Ellenbogen ganz eng, tiefes Brett. Schön langsam und ablegen. Schieb den Booster vielleicht ein wenig auf die Seite, wenn er dich stört. Nächste Einatmung, aufschauender Hund. Auch hier wieder aus den Schultern herausschieben, ganz stark in der Körpermitte. Achtung, wir bleiben kurz hier, heben mit der nächsten Einatmung einmal das rechte Bein an. Ganz stark im Rücken, ausatmen, ablegen. Einatmen links. Versuche hier auf dem Fußrücken zu bleiben. Ausatmen, ablegen. Nochmal rechts einatmen. Ausatmen. Letztes Mal links. Ausatmen. Einatmen hier und ausatmen. Nochmal herabschauender Hund. Becken nach oben, Beinrückseite ganz lang. Auch hier gut einrichten, wir bleiben einen Moment. Lösen einmal den rechten Arm, greifen an den linken Knöchel außen, schauen auf der Seite raus. Gedrehter Hund. Und Seitenwechsel. Links an den Knöchel rechts aus und auf der Seite rausschauen. Wieder nach vorne kommen. Becken nochmal nach oben schieben, Fersen nach unten ziehen. Schön kraftvoll. Nacken entspannt lassen. Einatmen nach vorne ins Brett. Wieder stark in der Körpermitte. Und ausatmen, nochmal nach unten ablegen. Auch hier wieder, schaut, dass euch der Booster nicht stört, etwas auf die Seite schieben. Einmal Arme nach vorne strecken. Wir machen eine Heuschreckenvariante. Lasst die ganze Zeit den Nacken locker. Schaut nach unten. Nacken nicht überstrecken.
Ist eine ganze Zeit in der Verlängerung der Wirbelsäule. Nächste Einatmung, Arme und Beine anheben. Daumen zur Decke. Rücken ganz kraftvoll. Einmal Ellenbogen beugen, Arme auf die Seite, Oberkörper vielleicht ein wenig mehr heben. Beine sind die ganze Zeit oben. Ausatmen, Arme nach hinten öffnen, Handflächen nach außen. Einatmen, wieder nach vorne. Wieder Ellenbogen beugen, Kraft im Rücken. Ausatmen, öffnen nach hinten die Arme. Einatmen, letztes Mal nach vorne. Und nochmal auf die Seite, letzte Runde. Und ausatmen, nach hinten öffnen. Vielleicht jetzt ein bisschen höher im Oberkörper. Und ausatmen, auflösen. Hände unter die Schultern. Schiebt euch nach hinten in die Stellung des Kindes. Kurze Entspannung. Könnt einmal mit den Fingern ein bisschen nachziehen, die Arme ganz lang machen. Ganz tief atmen. Und dann kommt langsam nach oben. Und kommt von hier, Zehen aufstellen, in den herabschauenden Hund. Auch hier nochmal gut einrichten. Wir bleiben nochmal einen kleinen Moment. Nächste Einatmung, linkes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, Knie beugen. Knie zur Decke ziehen, Hüfte hier öffnen. Achtung, oberes Knie zur Stirn ziehen. Ihr kommt mit den Schultern über die Hände, macht den Rücken ganz rund. Wieder nach oben schieben, selbe Seite, wir bleiben hier. Ausatmen, Hüfte öffnen. Einatmen, Knie zur Stirn. Ausatmen, nach oben schieben. Nächste Ausatmung, Hüfte öffnen. Letztes Mal Knie zur Stirn. Und nochmal nach oben. Seitenwechsel, ausatmen, Bein geht tief. Rechts nach oben. Ausatmen, Hüfte öffnen. Knie zur Stirn, Rücken rund. Wieder nach oben schieben, kraftvoll. Hüfte öffnen, Knie beugen. Und Knie zur Stirn. Letztes Mal nach oben. Einmal noch Knie beugen und Knie zur Stirn. Nach oben und absetzen. Auf die Knie kommen. Nochmal kurz entspannen, Stellung des Kindes. Zwei, drei tiefe Atemzüge, Schultern, Rücken entspannen. Na, dann kommt langsam nach oben. Setzt euch über die Seite ab, streckt die Beine nach vorn. Verlagert euer Gewicht leicht nach hinten. Füße aufstellen.
Und dann löst einmal die Füße vom Boden. Findet euer Gleichgewicht, Hände in die Kniekehle. Dann schaut mal, ob ihr die Hände lösen könnt. Vielleicht die Beine strecken. Bauch ganz angespannt, Rücken ganz angespannt. Wenn das nichts ist, gerne auch wieder hier mit den Händen in den Kniekehlen. Völlig in Ordnung. Wer mehr möchte, Beine strecken, Hände vors Herz. Vielleicht mal drehen für die seitlichen Bauchmuskeln. Einmal Beine, Arme und Beine in dieselbe Richtung strecken. Kurz halten. Und nochmal kurze Pause. Und Beine absetzen. Geschafft. Gerne kannst du hier bestimmte Elektroden ausschalten, wenn sie dich stören. Ich zum Beispiel schalte in der Endentspannung ganz gerne die Elektroden in den Armen ab, da sich der Bizeps anspannt und dann der Unterarm leicht vom Boden abhebt. Von daher, du kannst dich jetzt für diese Endentspannung ganz entspannt auf den Boden legen, in Rückenlage, Füße ungefähr mattenbreit. Lass die Zehen ganz entspannt nach außen fallen. Zieh das Kinn Richtung Brust, mach den Nacken schön lang. Leg die Arme mit etwas Abstand vom Körper ab. Handflächen nach oben, Finger leicht eingerollt. Und dann komme einmal ganz zur Ruhe. Genieße die Stimulationswellen deines Anzugs, der dich umhüllt wie ein schützender Kokon, während du ganz entspannst. Atme bewusst langsam durch die Nase ein und aus. Spüre den frischen, kühlen Luftstrom, der beim Einatmen nach oben bis in deinen Kopf fließt, dich mit Neuem versorgt und beim Ausatmen alles Alte mit sich nimmt. Und beim nächsten Ausatmen bleibe einmal hier oben in deinem Kopf. Werde zum Beobachter deiner gedanklichen Ebene. Stelle dir vor, dass deine Gedanken wie Wellen in einem Ozean kommen und wieder gehen. Vielleicht befindet sich in deinem Kopf gerade eine sehr große Gedankenwelle, die viel Aufmerksamkeit möchte. Oder sehr viele kleine, sich abwechselnde Gedankenwellen. Wie sieht dein Gedankenozean in diesem Moment aus? Ist er aktiv? Oder schon etwas ruhiger? Nimm alles wahr, was jetzt in dir präsent ist. Und nun lasse deinen Atem und deine Gedanken eins werden. Lasse sie miteinander verschmelzen und stelle dir vor, wie deine Wellen im Kopf mit jeder Ausatmung ein kleines bisschen ruhiger und glatter werden. Während du entspannt weiteratmest, werde ich nun langsam von 1 bis 10 zählen. Lausche weiter meiner Stimme und tauche tief, tief ins Fühlen ein.
1. Dein Atem schenkt dir Leichtigkeit. 2. Du nimmst frische Energie in dich auf und atmest alte Energie und Verbrauchtes aus. 3. Du darfst dir erlauben, vollkommen loszulassen. 4. Deine Gedankenwellen beruhigen sich mehr und mehr. 5. Deine Stirn, deine Schläfen, deine Augen sind ruhig und entspannt. 6. Dein Kopf wird immer kühler und klarer. 7. Du tauchst in eine immer tiefere Entspannung ein. 8. Hier und jetzt bist du genau am richtigen Ort. 9. Du bist erfüllt und umgeben von Frieden. 10. Deine Gedankenwellen haben sich beruhigt. Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. 9. Komme ganz langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück. Beginne mit kleinen Bewegungen deiner Finger und deiner Zehen. Dann lasse die Bewegungen langsam größer werden. Recke dich und strecke dich in jede Richtung, die sich jetzt für dich gut anfühlt. Und dann komme ganz langsam in deinem Tempo, vielleicht auch noch mit geschlossenen Augen, nochmal zum Sitzen, in einen Schneidersitz. Entspann nochmal im Sitzen deine Schultern und deine Gesichtsmuskeln. Dann bring die Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du mich in dieser Yoga-EMS-Einheit begleitet hast. Namaste.